uns, der Mann ist fertig. Naja, das aber kann einmal warten, wer wieder raucht, noch trinkt. Und übrigens Vegetarier ist. Gib's mal im Ernst, Fingerlein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen. Celine wird fallen, das sind viele getan. Und der Führer tot ist. Mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandelt? Ich bin mir sicher, dass die Alliierten mit ihnen verhandeln werden. Und da bist du drauf, die Nazi-Zeit in einer SS-Macht und Krieg abzuschaffen. Dann ist mir eine Stunde mit Eisenhower, dass du das genau siehst. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Oh, Egelin. Ich habe ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, ich habe Sie eingebracht. Mit mir Brief oder soll ich in die Hand schütteln? Später der Abend bist du lieber, die Gäste. Meine Herren, du wolltest mir mal aufrufen, ich wollte dir eigentlich nicht sprechen. Ich empfehle dich zu, ich will dich verstehen, aber zu dem Abend. Bitte, aber mein Lieber. Versuchen Sie mich doch bei der Gelegenheit im Hohen Lieben. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches und von dort aus den Kampf über diese Unterstützung. Six hours later. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel, trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht, das er Grafen verratete. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und ausgerechnet Himmler! Der Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Windfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Ja, ist das ein wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retsch. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, was im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Da ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Und dann, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Dann soll die Armee kehrt machen. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehren. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Um sich zu autorisieren, behaupten!